Seit dem 13. Dezember gilt sie für ganz Europa, die sogenannte Lebensmittelinformationsverordnung. Nach diesem Gesetz muss jeder, der Lebensmittel unternehmerisch anbietet, vom Bäcker bis zum Sternekoch, die 14 Hauptallergene angeben. Nun beklagen viele Gastronomen, dass sie durch die Kennzeichnungspflicht an die Grenzen der praktischen Realisierbarkeit stoßen. Denn viele Gerichte sind in den Sylter Restaurants nicht standardisiert. Der gelbe Oldtimerbus der Sylter Verkehrsgesellschaft, kurz SVG genannt, wurde am Mittwoch in Niebüll gegen einen originalgetreu restaurierten Magirus aus dem Jahr 1950 getauscht. Die SVG ist nun auf Namensfindung, da Ulmer Spatz keineswegs zu Sylt passt. Vorschläge können deshalb an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse geschickt werden. Zu gewinnen gibt es eine 3-stündige Charterfahrt. Insgesamt haben 29 Personen in dem Fahrzeug Platz, das ausschließlich für Charterfahrten genutzt werden soll. Es ist fast wie Weihnachten ohne Tannenbaum, die Bieke ohne Grünkohl. In 16 Tagen feiern die Sylter das offizielle heidnische Fest zur Vertreibung des Winters und damit auch die inoffizielle gastronomische Feier des Grünkohls. Doch wer sich schon auf das frisch gekochte Kraut gefreut hat, wird in diesem Jahr enttäuscht. Denn die Grünkohlsaison ist bereits vorbei, der Winter war einfach zu warm. Immerhin bleibt den Gastronomen und Hobbyköchen aber der tiefgekühlte oder Dosengrünkohl.